So, mir jetzt das Herz. Oh, geht gleich los, geht gleich los. Tyriel! Heroes of the Storm, Mad Mike, Interpioten, jetzt! Ja, wir warten noch ganz kurz, bis es lädt. Wenn es schnell geht, sprechen wir es ab. Ansonsten spul dir ein Stückchen vor. Ja. Yes, abbrechen. Das ist, weil jetzt die Close-Beta angefangen hat. Das ist alles wieder neu, als hätten wir es noch nie gespielt. In dem Sinne, also diese Intro-Geschichten. Und wir spielen heute das erste Mal Guten Tyriel. Also nicht das erste Mal, dass ich ihn spiele, aber das zweite Mal. War lange nicht mehr in der Rotation. Ich besitze auch nicht viele andere. Jetzt hier leuchtet im Übrigen Talent Available auch über dem Kopf. Und die Frage ist, machen wir Upon Death Grants Nearby Allies a Shield? Das ist mehr Support-Rolle oder Increased Damage of Eldorin's Might? Und ich möchte eher in den Kampf gehen. Dementsprechend gehen wir natürlich auch in die Richtung. So, wir knubbeln. Wir knubbeln die Mitte. Und gucken mal direkt. Also wir haben auf jeden Fall jetzt hier unseren Might. Unsere Righteousness für ein Schild. Und Rake Target Area. Also eine AE sozusagen. Direkt mal die Kamera laufend abstellen. So, jetzt gucken wir, dass wir nicht direkt angeschossen werden. Und tun so, als ob. Es traut sich noch keiner was. Da kommen unsere Minions. Gehen wir mal runter. Rake. Schild und Ruf da. Ja, mal kurz ein bisschen freistellen. Es dauert einen Moment, bis er wirklich viable ist. Na ja, komm. Zu dritt geht es in der Mitte ganz gut. Es sind nur Bots. Also, wie gesagt, es ist nicht so, als ob jetzt hier wirklich das richtig schwer wäre. Da oben sind im Übrigen welche. Können wir direkt mal nach oben ein bisschen unterstützen. Einer wäre jetzt nicht so gut. So, Schilde kommen. Hehe, du bist Matsch. So, also mit Q kann ich halt zurück und in dem Moment Schaden machen. Schild. So, haut ihn platt. Jawoll, sehr schön. Komm. Jawoll, hab dich. Oh, weg. Der hat seine Rache Engel gerade geholt. Hier, da läuft er rum. Ist ein guter Uther. Und unten laufen auch schon wieder welche rum, dementsprechend direkt mal rein. Schilde hoch und ruft da. Hallo Nasibu. Mich kriegst du nicht so schnell. Oh. Drei ist ein bisschen viel. Go, lauf. Knappe Geschichte. Also drei war echt ein bisschen viel. Na komm, erstmal ein bisschen freimachen hier. Jawohl, Double Kill von. Ah ja, ihr habt freigeschaltet. Das ist gut. Basic Attacks Heal Me. Das ist immer gut. Damit wir ein bisschen freiräumen können erstmal. Damit unsere Minions ein bisschen vorkommen. Und ich noch ein bisschen heilen kann. So, wollen wir welche unten? Und oben. Oben ist gut, oben ist gut. Die KI ist gar nicht so doof, muss man sagen. Ja, 3 gegen 1 ist natürlich wieder so eine Sache für sich. Nee, nicht mit mir, du. So, weg hier. Wir müssen irgendwann mal gucken, dass wir die. Was ist denn hier los? Schilde hoch und ruft da, aber vielleicht nicht unbedingt auf Stitches. Kommt. Sondern den da. Hauen, komm. Ich hab noch zu wenig. Dann stand auch eine Suppe. Sehr gut. Was, wohin? Runter? Okay, alles klar. Reiten. Ist immer noch nichts zum Looten da. Oh ja, hier unten ist ganz schön voll. Ratz. Hier geblieben. Hab dich. Das freut den alten Piraten. Gain Movement Speed beim Teleporting. Basic Attack Decrease. Ja, Movement Speed nach dem Teleporten ist gut. Das ist meine erste Waffe, die macht Teleport. Und in dem Moment dann eben auch Schadens Increase. Aber ihr könnt euch die Skills so in Ruhe angucken. Das Spiel ist free to play. Dementsprechend kein Problem. Einfach nur ein bisschen den Gameplay-Style mal zu sehen. So, und das Schwert ist jetzt hier. Ne, seht ihr da? Da ist das Schwert. Und kann ich im Prinzip wieder dahin zurück, wenn ich jetzt das Schwert nicht schon wieder verloren hätte. Das bleibt mir nicht so lange da stehen. Erstmal das hier wegmachen. Halt mich auch hoch. Ah, guck mal. Da kommt was.
Das sind nämlich Schilde. Das ist halt wirklich so ein Schildeffekt. Der Schildeffekt. Ich hab mal ein bisschen die Mitte. Gerade wieder schön Far Cry 4 gespielt. Gibt's auch als neues Let's Play. Gar kein Problem. Da gab's Titten. Endlich mal. Wie jedem Teil. Titten. Free Tits. Ohne Witz. So, also hier ist wirklich so Schaden, da wo es landet. Und after teleportating, gain, bla bla bla. Also sieht wirklich so aus. Kriegst du Schaden, da wo es landet. Und dann kannst du dich hin teleportieren. Zack. Schild hoch und draufhauen. Aber muss halt aufpassen, weil ich krieg relativ schnell auch die Nase. Komm. Da. Gehen wir mal ganz kurz ein bisschen heilen, damit ich nicht unbedingt zu sehr feede. Es ist nicht so einfach, vor allem wenn man noch nicht die Max-Stufe erreicht hat mit ihm, damit man mehr Talente zur Auswahl hat. Ich kann euch mein Ultimate, das ist ein bisschen blöd jetzt gerade. Wir haben jetzt schon uns durchgemogelt, wie ich sehe. Das Tisch ist so übel. So. Komm, Schilde hoch. Raus, 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 raus. Der wird mich gleich ziehen wollen. Gibt's aber nicht. Ich muss mich mal ganz kurz zurück teleportieren und heilen und hier, Judgment, so. Judgment. Charge a target, dealing 140 damage and stunning them for 1.5 seconds. Nearby enemies are knocked back and take an additional 70 damage. Ist alles nicht so pralle. Er ist nicht so einfach, also muss man schon sagen. Ist nicht ganz so einfach, der zu spielen. Er ist halt keine riesige... Du hast halt keine Ausrüstung wie in einem gewissen anderen Spiel oder anderen MOBAs, dass du dich dann irgendwie mehr mit Panzerung ausrüsten kannst, sondern du hast nur diese Talente. Und ja, ich kann mich hier noch ein bisschen um die hier vielleicht kümmern, mal gucken, ob das funktioniert. Komm mal mit. So. Müsste eigentlich ganz gut gehen. Ich kann mich nicht schilden, wie gesagt. Und durch meine Basic Attacks kann ich mich hochheilen. Und kann mehrere auf einmal angreifen. Ist also gar nicht so schlecht. Und dann noch ein bisschen gucken, wie es halt funktioniert. Schild wieder hoch. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber geht. Geht, geht, geht. Ich frage mich da die ganze Zeit, wo die Dublonen oder wann die Dublonen auftauchen. Ist doch irgendwas geändert hier in der Map. Normalerweise müsste es doch der Fall sein. Vielleicht haben sie es temporär ausgeschaltet, das Event mit dem... Oder ist es im PvE abgeschaltet, nur im PvP da. Das kann natürlich sein, aber müssen wir mal gucken. So, der ist so gleich platt hier. So. Und dann haben wir mal ein paar... taktische Minions dazu geholt. Und ein paar Duplonen sehe ich gerade. Man muss also jetzt... Ach, man muss jetzt also... Okay, das ist ja interessant. Camps? Plätten? Nee, da sind noch welche. Hier, da ist doch Duplonen. Es hat sich nur keiner drum gekümmert bis jetzt. Oder mir ist nicht aufgefallen. Kann auch sein. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein paar Duplonen holen für uns. Die können ja eh nicht viel. So, was sind jetzt Stufen, wie ich gerade sehe. Slows enemies attacks and movement speed. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt ein paar Dublonen. Darf ich mir nicht abnehmen lassen. Dann holen wir die hier auch noch kurz. Die zwei. Ich auch noch mal Dublonen dann. Klasse Duplos. Gucken, jetzt krieg ich beide rein. Jawohl. Schild hoch. Zack. Man hat gesehen, es gab einen Eischaden in dem Moment. Jetzt ist es wieder weg. Ich hätte nochmal Q drücken können, dann wäre ich, wie gesagt, dementsprechend teleportiert. Also 30 gegen 11, es ist ein bisschen langsam insgesamt. Wir haben, glaube ich, zu viel Tanky oder Nubi oder sonst irgendwas dabei. Komm, noch ein bisschen. Ja, er wurde schon bezahlt. Alles klar, ich krieg's halt im Normalfall wirklich nicht mit. So, nochmal zwei Diplomen. Ich habe jetzt auch recht viele. Ich darf jetzt nur nicht sterben, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt verliere ich die wieder. Vor allem, weil er gerade feuert. Nach oben, wie man sieht. Und wir pressen auch schon. Wir repress die Attack quasi. Hier, sieht man auch sehr schön. Und ruft da. So, wollten euch. Ja. Yeah. Mal kurz mein Ultimate genutzt, wenn so alle im Rumwuddeln sind. Und eine Stufe. Ja, hatten sie auch. 10 Kills, Mayhem, sehr schön. Kann man schon wieder. Nee, kann man noch nicht. Gut. Doch, da ist er wieder. Dann kriegt er von mir schon mal 6 Duplonen. So. Und dann geht's mir schneller. Da oben ist ganz schöne Party-Time, wie es aussieht. Oh ja, da ist eine dicke Party-Time. Also gucken, dass wir die jetzt nicht so ranlassen. Unsere Türme haben ja nur eine begrenzte Munitionsanzahl. Gucken, dass wir ein bisschen freiräumen. Ein Ultimate braucht so ein paar Sekündchen.
So. Können wir kurz einen schlucken hier. Schön einen mitnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen aufräumen gehen. Am besten, ihr wollt hoch, alles klar. Also zum Boss, alles klar, dann gehen wir zum Boss hoch. Genau, Talent. Teleporting, increased damage after teleporting. Oder teleporting using a might. Increased damage after teleporting. Teleporting using makes block in field. Hier ist besser. Jetzt drauf da. Denkt dran, immer rausgehen, wenn das Viech dann seine AE macht. Ist jetzt keine Raketentechnik. Ja, jetzt raus, 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 raus. Zacken wieder rein. Der ist ja sowieso instant down. Wir sind alle hier. So, ich krieg noch Duplonen. Ich mach die mal kurz mal weg hier. So, und dann gehen wir einfach mit dem Golem mit. Oder beziehungsweise lassen als Ablenkung da und gehen unten rum. Da wir gerade angegriffen werden, wäre es ganz gut, wenn wir da runtergehen würden und nochmal kurz ein bisschen zurückschubsen. Stimmt, die Kisten kann man auch noch aufschlagen, damit man auch Duplonen holt. Aber wir müssen auf jeden Fall unten erstmal. Das sind nämlich recht viele, wie ihr seht, und ich möchte nicht alleine angreifen müssen. Wir sind 2 gegen 4. Das ist ein bisschen wenig. Komm, noch ein bisschen warten. Jetzt sind wir 3. Und Ultimate auf dich. Nabi, Nabu. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, haben wir auch. Come on. Jawohl, ist down. Sehr gut. Alle 4. 3, 4. Ja, alle 4. Sehr schön. Na, kommt. Muss ich mal kurz mit freischaufeln. War gerade so mittendrin. Also, der Hinsicht macht ziemlich viel Spaß, wenn man Material zuschlägt, im Sinne von zu stürmt oder drauf stürmt. Dann geht das wirklich fix. So, jetzt haben wir eigentlich so gut wie gewonnen, weil jetzt kommen hier diese schönen, dicken, fetten Bollen von oben. Und dazu holen wir hier noch unsere Minions dazu. Oh, guck mal. Haha. Haha, guck mal. Nee, 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 nee. Deinen blöden Dings kannst du behalten. So. Das machen wir nämlich nicht. Jetzt gehen wir hinten rum. Und hoffen, dass hier noch ein paar Minions kommen. Ja, die kommen. So. Kanönchen kommt. Und schießt auch genau dahin, wo wir hinwollen. Sehr schön. Und damit kann man auf dieser Map auf jeden Fall super schnell Sachen erledigen. Hi Uther. Ciao Uther. Ja, muss weg, muss weg, muss weg, 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 weg. Schilds oben gewesen. Er steht gerade so richtig schön da. Aber ich habe ein bisschen viel Schaden gefressen gerade, deswegen weg, 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 weg. Nice. Just, ciao, ciao, Vala. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Hundefutter. Haben wir da eigentlich auch. Es kann sein, dass es mich wirklich gleich rüffelt. Ja, nee, das ist zu viel. Das ist ein bisschen zu viel gewesen. Aber letzten Endes sieht es dann so aus ungefähr. Also 17 Takedowns, 25,5. Schadentechnisch halt unter den ersten 5. Und dementsprechend geht so, aber liegt an meiner Spielweise halt dementsprechend auch. Es ist nicht mein Champion per se. Ich versuche prinzipiell ein bisschen was an XP noch zu sammeln, um noch ein bisschen weiterzukommen, um mal 10.000 Gold zu bekommen und dann vielleicht einen ersten Helden zu kaufen oder nochmal 5.000 draufzusetzen, um dann Jaina oder Thrall zu kaufen. Ja, momentan ist es recht teuer. Andererseits habe ich ein bisschen Geld zu Weihnachten bekommen und könnte vielleicht auch ein Pack kaufen. Man weiß es nicht. Aber dazu spiele ich das Spiel mittlerweile zu selten. Ja, ist auch da ewig auf der Stufe zum Respawn. Meine Güte, guck dir das mal an hier. Schläft mal hier ein. Das ist auf jeden Fall Tyrael. Und da wir so gleich gewonnen haben. Mit Sicherheit. 19 gegen 17. Also, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Push machen.
Ja, nochmal ein bisschen was bekommt. 20 brauchen wir mittlerweile. Und die NSCs machen das ja nicht wirklich. Das ist ja das Problem in der ganzen Geschichte. Müssen wir halt noch. Ach, ich bin schon wieder da. Krieg das nicht so mit momentan. Wieso ist denn das Ding hier beschädigt? Na komm, lass nochmal. Du hast zwei. Dann hole ich nochmal welche. Wo bist du denn? Da. Komm. Das geht relativ schnell. So. Tyrion! Du alte Gottesschlampe! Sogar für eine Stufe gereicht. Oh, Angel of Judgment. Jetzt habe ich das hier quasi Range verstärkt. Hier ist mal zwei mehr. Gerade irgendwie nicht wirklich Bock, jetzt noch welche zu farmen hier. Oh, sehr gut. Kisten! Kisten, 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 Kisten. Ah, okay. Drei. Und gleiche, ja, drei Idioten, gleiche Idee. Okay, ich habe meine eine. So, guck mal, die andere Kiste auch noch. Normalerweise würden die NSCs, also richtige Spieler würden jetzt hier hinlaufen. Ja gut, das ist so ein geiler Ultimate hier mit diesem, hier. Schön im Fass, alles umrollen und wegkicken. Das ist richtig geil. Und hält in der Zeit auch noch ziemlich viel aus. Schon sehr nice. So, vier Stück. Ich stand einfach dabei jetzt. Wird nicht reichen. Das sind 10. Der andere ist gerade weggelaufen. Sind wir 19. Fehlt genau eine gleich. Aber wer auch immer sie dann holt, kann dann feuern und dann kann man mal langsam angreifen. Also, wir gehen jetzt mal hier vor. Du machst das sowieso da unten. Gar kein Problem. Du holst die noch dazu. Alles klar. Und ich gehe mal hier Murad ihnen helfen. Ich kann mir vorstellen, dass nämlich gleich ein paar Helden meinen, sie müssten unbedingt da ein bisschen Stress machen. Das geht mal gar nicht klar. Außerdem kriegen wir gerade Unterstützung. Guck, da sage ich doch. Schild. Warte. So. Ja, nein, 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 nein. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt das Ultimate wäre zu früh. Dafür war er nicht tief genug runter. So. Jetzt kommen hier unsere kleinen süßen NSCs. Schilde. Jetzt. So, zurück, 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 zurück. So, das war. Das sieht nicht so gut aus. Was ist denn hier oben los? Ja, okay. Ist platt. Die Kanonen haben es im letzten Endes dann platt gemacht für uns. Auch okay. Schauen wir mal. Also was mich da immer ein bisschen irritiert am Schluss ist, du kriegst jetzt wirklich diese ganzen XP und das Gold. Und ja, ist nicht so schön wie in Smite. In Smite wird noch ein bisschen was gemacht dann immer. So ein bisschen getanzt, Animationen rausgehauen. Hier ist es wirklich so ein. Man sieht, ich habe einmal schon mal gespielt, deswegen ist ein bisschen was in XP da. Flump, zweite Stufe. Gibt dann die Heroic Abilities. Und jetzt kann ich hier nicht mal irgendwo draufklicken. Ich muss einfach nur immer Escape drücken und dann geht's irgendwann weiter. Beta Player, claim a reward. More. Okay. Special Portrait unlocked. Thank you for helping us. Ach, wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Cool. Nice. Ich habe jetzt also ein Special Portrait. Denk mal gucken. Wobei, das machen wir das nächste Mal. Das ist dann so sehr hier irgendwo da oben. Ach, da hier. Man kann dieses Beta machen und Change Portrait. So, jetzt. Also, so schön ist das nicht. Aber wenigstens sieht man, dass wir in der Beta gespielt haben. Da hat man ein bisschen mehr Erfahrung. Die meisten wissen es dann wahrscheinlich sowieso. Okay, bis dann. Das war Material im Podcast. Im Spotlight hier bei Derpyoten. Mit Mike von der Strippe. Bye bye.